Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wir sind mitten im Kampf gegen die Scharfschützen. Ohne Scharfschützengewehr. Ja, ich habe noch 28 Schuss. Wird spannend, aber wir schaffen das. Der eine Scharfschütze sitzt da oben irgendwo hinter... Hinter dem Waggon hatte ich erst einen Laser. Wo ist der hin? Roter Punkt, roter Punkt. Ich finde es gerade ganz gut, dass ich mir um die Minen keine Sorge mehr machen muss. Meter oben. Wo? Oh, da dahinter. Mist, den sehe ich von hier nicht. Ein bisschen erschrocken gerade. Eventuell bin ich super schreckhaft. Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt neu laden wegen irgendwas. Ich müsste alles nochmal machen. Besser. Oh, ob es gut wäre, jetzt schon kurz zu speichern. Zu heilen. Wo ist der rote Punkt? Wo ist der Laser? Ich habe mich noch gewundert, wer hier mit mir redet. Gehen wir jetzt hier lang? Ich weiß nicht, ob das gut ist, hier lang zu gehen. Puh, ich habe bloß noch meine Handwaffe. Geschafft. Handfeuerwaffe meinte ich, nicht Handwaffe. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, gibt's jetzt hier bitte nicht noch mehr Sniper?
Hier sind überall so hohe Gebäude, hier können überall Sniper warten. Überall. Ich guck jetzt ganz gespannt auf das Navi da oben. Ob hier irgendwo noch Gegner auftauchen. Und sollte hier irgendwer mit uns reden, müssen wir uns echt umgucken. Hier müssen wir durch, oder? Oh, ich bin super angespannt. Murphy, this is Manson. We've cornered the bikers in the mill, but we could use some help. We're at the southeast gate. Acknowledged. On my way. Es ist super schön, dass ihr Hilfe braucht, Leute. Ich bin hier seit 3 Stunden alleine. Und ihr braucht jetzt Hilfe. Oh. Hier, relax. Ganz entspannt. Kein Problem. Das schaffen wir jetzt auch noch. Wir haben die Sniper ausgeschalten. Ohne Problem. Also fast ohne. Erschreck jedes Mal, weil ich mit der Heizung irgendwo dagegen laufe. Okay. Ich glaube, was überkrass. Oh, da sind sie. Oh, bin schon ganz. Warum haben wir jetzt die Heizung weggeworfen? Ich fand die ganz gut. Als Schutzschild. Oder so. Hallo. Wow, was bist du denn? Kann ich damit jetzt schießen gleich? Hey, Robo. Ja, nichts sagen, aber meine Waffen da unten sehen beide nicht nach Sturmgewehr aus. Okay. Gut. Ich wüsste gerne mal, wann das Spiel zuletzt gespeichert hat. Aber ich gucke jetzt nicht nach. Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED-209. Maybe you could make use of it. Even if it is just for cover. Robocop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, ED-209 is here for your support. Just say the word. I need more time. No worries. We got him boxed in. Hey, just spare me a second. Mal kurz wissen, dass ich jetzt hier nicht gleich umgeschossen werde, ist ganz nett. Vielen Dank, dass ich mit ihr sprechen darf. Auch wenn es vielleicht nicht förderlich ist für meine polizeiliche Stellung. Thank you for coming over. Could you tell the Channel 9 viewers what you're struggling with here today? Are you looking for more footage of me malfunctioning? Don't think poorly of me for recording that. People want to see how their hero's holding up. I am just a police officer. Modesty. A rare feature in this city. I'm not against you. It's the OCP that's my target. You are a troublemaker. At least I do it for the truth. Even if it causes harm to those uninvolved. We are all part of this city, and we shouldn't be afraid to fight or get hurt in the process. We had a rocky start, but it wasn't personal.
I'm only here to show the truth before others try to cover it up. Don't you think we owe that to the people of the city? Ich würde sagen, wir geben kein Statement ab, damit wir Becker, oder wie er hieß, nicht noch mehr Futter geben, oder? Aber sonst wird sie berichten vielleicht, dass wir keine Zeit haben, uns ihr in Fragen zu stellen. You have taken enough of my time. I need to return to my duties. Fine. Be secretive like your creators. But you can be sure that one day, I'll reveal all of OCP's dirty laundry. Mist. Ich hätte vielleicht doch ein Statement geben sollen. Kann ich nochmal? Okay, dann... Rinder! Ready to get this cop killer? Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. Und die kommen nicht mit. Die schicken nur ihren Freund hier. Effizienzherausforderung. Eliminiere mehr Gegner als dein Konkurrent? Oh, dadurch erhältst du zusätzliche Erfahrungspunkte bei der Bewertung von Robocop. Holy, können wir es einfach noch stressiger machen? Bitte? Head 209 in Robocop fighting hand in hand? I can't wait to see how this goes. Vom kann er bestimmt keinen Schaden abbekommen. Schon. Okay, die Waffe ist echt nicht so nice. Schießt er auf mich? Schießt er auf mich? Ich mag die Waffe nicht. Now have 15 seconds to comply. Danke für 15 Sekunden Ruhe. Weiß nicht, ob ich mich heilen sollte. Ja, ist okay, du führst. Ja. Schieß doch die Granaten nicht zu mir. Nein, ich bin ja froh, dass ich Unterstützung habe, aber ich würde gern gewinnen. Ich hab Glitches. Weapon.
Also ich meine Glitches im Sinne von, ich glaube, da waren Glitches. Oder es sah bloß aus. Habe ich verloren? Ja. I was not expecting that. Das ist noch mehr Heilung, aber brauche ich die jetzt? Ah, da muss ich jetzt alleine rein. Okay. Bin's ja gewohnt. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Natürlich. Darf ich bitte zurück ins Revier? Mach auch gerne Archivaufgaben. Aufzeichnungsaufgaben oder wie das hieß. Kein Problem. Ist hier jemand? Hallo? Gut, dass ich hier gucken gegangen bin. Ich dachte nämlich, hier unten muss ich lang. Ich meine, ich muss oben lang, tatsächlich. Stimmt, hier drin waren wir schon mal. Da war hier die Tür zu. Oder? Ich mag das Scharfschützengewehr nicht. Es hat so einen übelsten Rückstoß, da treffe ich nichts. Nicht mit mir. So nah und ich treffe nicht. Ich kann niemand anders dafür verantwortlich machen, außer mich selbst. Okay. Was ist denn bei dir? Okay. Das sieht doch aus wie eine Arena hier unten.
oder? Manchmal ist es ein bisschen seltsam, mit sich selbst zu reden die ganze Zeit. So, ich weiß, dass ich jetzt gerade in dem Moment keine Antworten bekomme. Auch wenn ich Fragen stelle. Da hinten ist ein Sicherungskasten. Ist good to know vielleicht. Okay, wir springen jetzt hier runter, dann gibt es kein Zurück. So viel Heilung. Hier komme ich noch gar nicht rein. In die Arena. There's gotta be a way out of this. It can't end like this. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. That's good to you. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply. 4, I said, 3, everything is 2, under control. 1, Ed, I stand am now there. Authorized to use physical force.
hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Uff. Ich meine, ich muss jetzt so ganz ehrlich sagen, diese Holzkiste, hinter der ich mich versteckt habe, die war wirklich massiv. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass es so war. Mir tut gerade mein Finger ein bisschen weh. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Ja, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Ich winke euch wie immer zu. Und sage, bis morgen. Vielen Dank, dass ihr da wart, zugeguckt habt, also hier das Video geguckt habt und ja, tschüss. Bis morgen. Tschüss.